Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Siedler 3. Wir haben letzte Folge die vierte Kampagne der Römer, die vierte Kampagnenmission der Römer abgeschlossen und jetzt gehen wir direkt in die fünfte und bin sehr gespannt. Wir haben einen Fuß im Westen und niemand wird uns hier mehr vertreiben. Der nächste Schritt wird uns zu Herrschern über diese Welt machen. Wenn wir vorsichtig genug sind, werden wir so mächtig, dass sowohl Ramadamses als auch die Chinesen unter Zhu Tang keine andere Wahl haben, als uns zu gehorchen. Doch mir ist klar, dass unsere Position noch lange nicht stabil ist. Die Pirateninsel ist reich an Rohstoffen, aber arm an Nahrungsmitteln. Und ich glaube nicht, dass Zhu Tang oder Ramadamses, der fern im Osten über seinen Racheplänen brütet, bereit wären zu verhandeln. Wir sind schon zu stark dafür. Eine Inselgruppe im Norden könnte unser Nahrungsproblem lösen. Aber Zhu Tang weiß das auch. Nur gut, dass Flavius einen Teil der Piratenflotte erobern konnte. Wir müssen schnell handeln. Wenn es uns gelingt, Zhu Tangs Inseln voneinander zu isolieren, haben wir alle Trümpfe in der Hand. So, das hört sich ja ziemlich spannend an. Also wir sind hier diesmal das S, tatsächlich. Und wir sind die Pirateninsel. Das bedeutet, erobern sie die drei Inseln im Norden. Also, eine ihrer Gegner Niederlage ist, einer ihrer Gegner A1, A2, A3 hat mehr als 70 Goldbarren. Die drei hier, okay. Das bedeutet, da müssen wir einen Riegel vorschieben und wenn wir das getan haben, also TT, also zu, wie heißt der, zu Tang, um den brauchen wir uns gar nicht kümmern. Und es ist eine reine Seefahrermission hier, da habe ich ein bisschen Bock drauf und, na gut, also wie gesagt, unsere Siegbedingung ist, erobern sie die drei Inseln im Norden. An die hier werden wir, glaube ich, wahrscheinlich zuerst gehen, damit wir uns hier weiter raus expandieren können. Und dann werden wir auf drei gehen und dann sehen, wie es truppentechnisch läuft, dann auf 1 und 2. 2 ist die größte, auf 2 wird wahrscheinlich am meisten sein. Hoch im Nordwesten gibt es noch eine Insel, die ihr Raumproblem lösen könnte. Na gut, das habe ich jetzt schon gesagt. Hilfreich ist es natürlich, zunächst einmal die Goldproduktion der drei Völker zu stören, wo es geht. Das stimmt. Das stimmt. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht kleine Invasionstrupps auf die Inseln schicken, die dann irgendeinen Turm im Gebirge, im Berggebiet von denen auf den Inseln zerstört und einnimmt, sodass wir dort ein bisschen Luft haben. Werden wir sehen, gehen wir in die Mission. Okay, die Insel ist tatsächlich kleiner als erwartet. Aber gut, wir sind hier reich an Rohstoffen, das bedeutet, wir werden uns hier... Oh, guck mal, wir haben hier auch einiges. Zumindest, wir haben keinen Stein vorrätig. Aber wir haben hier und hier zwei Steinmetze, das ist schon mal gut. Wir haben hier zwei Holzfäller und wir haben hier ein Forsthaus, wir haben hier ein Sägewerk. Das wird uns wohl reichen müssen. Oh, hier haben wir direkt Eisen. Was wir hier haben, was man hier sieht, ist, dass wir hier Berg haben. Das bedeutet, wir könnten theoretisch lass mich kurz überlegen, wie machen wir es am geschicktesten. Warte mal, erstmal machen wir was anderes. Erstmal bilden wir hier 8. Da fehlen noch 2. Hier ist noch einer. Und irgendwo ist noch einer. Einer fehlt. Neun Stück. Einer fehlt. Einer hat sich irgendwie... Wie auch immer. Okay. Hier ist also Eisen. Gut, dann bauen wir hier einfach schon mal eine Eisenmine hin, ne? Was soll's. So, und ich möchte hier definitiv... Definitiv... die hier haben. Oh ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier ungefähr hin. Und mal gucken. Ja, einer geht hier noch hin. Dann bauen wir einen noch hier hin. So. Zusätzlich möchte ich hier noch einen Brunnen haben, für den Fall der Fälle, dass wir hier ein bisschen mehr machen können. Oh, hier ist ein bisschen Flachland. Das bedeutet, wir können hier ein bis zwei Getreidefarmen hinbauen. Das ist sehr, sehr gut. Zeitgleich dazu möchte ich eine Werft bauen. Und eine Anlegestelle direkt daneben. So. Die müssen gebaut werden. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann müssen wir relativ zügig die Inselwelt hier erkunden.
Ich sehe auch, wir haben hier Fische. Da zumindest. Und hier, hier, da haben wir Fische. Das ist okay. Können wir hier irgendwo... Ja, hier ist nämlich auch Fisch. Wir könnten theoretisch hier einen... Oh, wir haben überall Fisch. Und nachher, scheißegal. Dann machen wir den hier hin. Und wir machen den hier hin. Das passt schon. Ah, hier ist er. Gefunden. Dann werden wir den, dann werden wir vielleicht nicht direkt auf Brot gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Platz irgendwie anders benutzen können. Wie zum Beispiel für ein, zwei Tempel. Um wieder Alkohol darzubieten. Dann gehen wir hier nämlich komplett auf Fisch. Das würde ja auch funktionieren. Wir sind ja von Fisch umgeben, dann können wir uns das nämlich sparen. Aber trotz alledem werde ich hier keinen Turm hinbauen. Ressourcentechnisch macht das keinen Sinn und auch so datentechnisch macht es keinen Sinn. Und wir haben schon wieder nur Schwertkämpfer. Ist ja ein bisschen komisch. Kann ich hier oben vielleicht noch... Ah, guck mal, hier oben kann ich auch noch einen bauen. Der hat überall Anlegeplätze, der wird was finden. Oh ja. Ganz viel, ganz, ganz viel Flachland. Das ist sehr gut. Ich stehe ja auf Flachland. So. Okay. Jetzt müssen wir nichts weiter tun als warten. Dann warten wir mal ein bisschen schneller. Die sind hier schon feste am Reben pflanzen. Das ist gut. Ihr seid hier mal ein bisschen aktiver in der Ecke, weil hier kommt schon das erste Kohlevorkommen. Da würde ich ganz gerne, dass ihr hier weitersucht. Ich gehe fest davon aus, dass wir hier jetzt auch ein Kohlebergwerk hinbauen können. Ja, können wir auch. So. Kohle. Und dann können wir hier oben gleich Gold machen. Was wir haben, haben wir. Nicht wahr? Nicht wahr. So, was fehlt uns? Uns fehlt Holz. Ich hatte befürchtet, dass uns ein bisschen Holz fehlt, aber was willst du machen, ne? Oh, die Insel geht noch ein bisschen weiter als erwartet. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Holzproduktion reinbauen. Reinmachen. Mal gucken. Oder wir machen hier eine komplette... Wirklich eine Hey. Gefaulenz wird nicht. Und wir machen hier eine komplette Goldfarm. Und lassen Eisen und Kohle nur rüberschiffen. Nach hier oben. Auf die andere Insel, die wir bald bewohnen werden. Ja, hier ist schön einmal Gold ringsrum. Hier wird definitiv genug Kohle sein. Da fehlt alle Holz. Da fehlt überall Holz. Der ist jetzt fertig. Hier fehlt ein Holz. So, was hast du? Zum Besetzen fehlt ein Hammer. Sag mir bitte nicht, wir haben keine Hämmer. Das wäre total bescheuert. Quatsch, nicht Ziel, Anleger. Genau. Alter, sag nicht, wir haben keinen Hammer. Natürlich haben wir einen Hammer, Junge. So, das ist fertig, das ist fertig. Hier, perfekt. Ihr hier Land einnehmen. So, dann bauen wir jetzt tatsächlich 1, 2 Tempel. Wir können auch noch einen dritten bauen, weil... Ich werde hier einen hinbauen, der baut hier Reben an und ich werde hier noch einen hinbauen, der baut dann hier Reben an. Dann haben wir wie viele? 5. Dann kann ich mindestens 3 Tempel bauen. Das ist okay. Das ist okay für mich. Es kann gut sein, dass wir tatsächlich keine Hammer haben. Aber wir haben doch eine... Doch, wir haben hier Schmiede, ne? Da sind 2 Schmiede. Das bedeutet, wir können eine Werkzeugschmiede bauen. Die bauen wir hier hin, weil wir haben sonst keinen Platz mehr. So, die Werkzeugschmiede wird einmal bitte priorisiert. Jetzt sind sie alle aus dem... Jetzt sind sie alle irgendwie... Wir haben alle schon Stein transportiert für den Tempel hier und jetzt sind sie irgendwie alle verwirrt, weil ich gesagt habe, das wird priorisiert. Alle verwirrt. Richtig gut gemacht. So, alles klar, das habe ich. Noch jede Menge Spitzhacken hier, ist auch okay. Es ist aber auch hier ordentlich Gold, ne? Da können wir eigentlich
Können wir direkt noch eine Mine hinbauen. Freunde. Macht mal hier weiter. So, ihr seid gleich durch, dann kann ich euch gleich zurückverwandeln. Ihr sammelt hoffentlich schön Fisch. Der hat zumindest schon mal zwei. Der hoffentlich. Der fängt hoffentlich auch bald an. Ihr sucht schön weiter. Ihr habt hier wieder Eisen gefunden und Eisen gefunden. Ihr seid fast fertig. Hier oben wäre noch Kohle. Dann bauen wir hier oben nochmal ein Kohlebergwerk hin. Hier hin. Und dann bauen wir hier auch nochmal ein Eisenbergwerk hin. Dann haben wir von jedem zwei. Das sollte erstmal reichen, denke ich. Das sollte erstmal reichen. Ihr habt schon den ersten Wein fertig. Das ist gut. Und du baust jetzt bitte einmal zwei Hämmer. Danke. So, ihr seid fertig. Ihr seid die 10. Ihr kommt wieder hierher. Euch verwandeln wir jetzt nämlich zurück. So, der hat jetzt einen, der hat schon voll, der hat nur nichts. Hm, okay. Der hat schon seinen Hammer bekommen, das bedeutet, der baut jetzt fröhlich drauf los. Alles klar. Unser Sägewerk ist fast ausgelastet. Und euch bauen wir jetzt wieder zurück zu Siedlern. Sehr gut. So, das war das. Die Werkzeugschmiede wird noch wichtig. Die haben wir da zwar doof platziert, weil sie jetzt hier einmal komplett rumlaufen müssen, aber was willst du machen, ne? So, sobald hier die Fähre fertig ist, gehen wir erstmal mit unseren Spionen an Bord und gehen erstmal auf die drei Inseln hier oben. Und dann werden wir noch irgendwo ein Haus bauen, hier wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch gleich ein großes. Wir können hier nochmal Holzfällen bauen. Und dann werden wir Siedler hier oben auf diese Insel rüber karren und erstmal alles einnehmen lassen. Und dann werden wir da einen Turm hinbauen, dass wir Sicht haben. Und dann werden wir uns da ausbreiten. Gucken, was wir da haben. Wir müssen erstmal. Erstmal müssen wir wissen, was wir da haben. Und wenn wir da coole Sachen haben, dann können wir da locker flockig eine vernünftige Siedlung drauf bauen. Dupdi-dupdi-dumm. Ihr seid da am Machen. Ich spiele einfach vor, weil wir können sonst nichts tun. So. Hier haben wir den ersten. Hier haben wir schon ganz viel Wein. Der ist fertig. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unsere Spione, die jetzt hier einmal einsteigen, bitte. So. Ich sagte, einsteigen. Die falsche Taste gedrückt. Und du baust jetzt bitte noch einen. Na komm. Ja, erstmal den falschen Weg genommen. Ne? Passiert mal. Das passiert doch mal. So, bitte. Bitte einmal in diese Richtung. So, hier fehlen 3 Holz. Hier fehlen sogar 5 Holz. Ach du meine Güte. Aber egal, ein bisschen Holz haben wir ja jetzt. Es fehlt gerade überall Holz. Auch in den Minen hier. Also wir können jetzt gerade nicht vorspulen. Damit wir hier den Seeweg nicht verpassen. Damit wir ungefähr abschätzen können, wo die Gegner sind. Außerdem habe ich gerne eine aufgedeckte Karte. Da stehe ich immer total drauf. Da, guck mal hier. Entladen und 2 von euch steigen wieder ein. Mhm, okay. Na, ein bisschen sieht man schon. Da ist das. Okay. Da müsste hier die zweite Insel sein. Ist ziemlich gewagt, sich dahin zu stellen, weil da die Kaserne ist. Oh, wow! Hallöchen! Na, ihr? Oh, ihr seid ja echt fest. Befestigt. Fest befestigt. Ja, alles klar. Danke dafür. Da ist der Berg. Das bedeutet, wir müssen eh hier rüber einmal mit der Fähre. Dann geht er mal hinwandern. So, ihr seid 1 zu 5 zu 4, 4. Ach du meine Güte. Was willst du machen? Dauert halt ein bisschen alles. Kann ich schon. Wir sind bei 40%. Oha, 29% Offensive. Wir müssen definitiv eine Goldschmelze nachher bauen. Aha, okay. Okay.
Bisschen Soldaten haben die auch. Die werden wir alle so viele Soldaten haben wie er. Oh, Alter, er ist richtig. Er ist richtig, richtig, richtig badass besetzt hier auf der kleinen Insel. Das hatte ich fast befürchtet. Als ich gesagt habe, lass uns erst die kleine Insel einnehmen, dachte ich mir, ah, jetzt ist mal nicht gesagt. Der hat bestimmt die meisten Truppen. So. Aber viel mehr hat er auch nicht. Also er hat wirklich hier... Den Turm müsste man einnehmen hier. Den Turm müsste man einnehmen, dann hätte man... Wobei, dann hätte man eigentlich gar nichts gewonnen, weil die Türme decken den hier trotzdem. Müssten also diese komplette Ecke hier einnehmen. Der hier wäre dann einfacher. Hier wird wahrscheinlich nur ein Turm stehen. Okay, aber das brauche ich nicht weiter erkunden. Das ist klar. Hey. Du in die Richtung, bitte. Du bist halb fertig. Du hast da jetzt... Wir haben da einen zweiten Tempel. Das macht einiges einfacher. Hier brauchen wir noch 5. Da brauchen wir noch 2. Okay. Was willst du machen? Aber, also, so wie der hier aufgebaut ist, wird der gar nicht schaffen, irgendwo 70 Goldbarren einzusammeln. Oder zählen die insgesamt? Nee, ne? In der Missionsbeschreibung stand, wenn auf eine der Inseln 70 Goldbarren angehäuft wurden. Und hier scheint irgendwie noch gar nichts zu sein. Fähre verlassen. Du steigst wieder ein. Und du gehst mal erkunden. Na, hast den falschen Weg genommen? Du Sieger, scheiß Spion. Ohne Spaß. Ah, guck mal. Da sehen wir was. So. Da ist der zweite fast fertig. Ah, wir sind zeitlich noch nicht so gut unterwegs. Da ist ein bisschen Gold. Eigentlich möchte ich mehr hier Vision haben. Ach, da kann ich nicht Vision haben, weil das ist ja alles... Okay, da ist definitiv... Okay, kann ich hier vielleicht einmal kurz ein bisschen Goldstibitzen gehen? Zack, mein Gold. Und weg. Kann ich das hier auch? So, hier... Ah, guck mal hier. Wow, hier ist direkt... Wow, hier ist direkt Werkzeug. Das bedeutet, ich muss hier nicht mehr Werkzeug verteilen. Das ist ja genial. Dann komm mal wieder hier runter. Und du... Wow, wir haben hier alles direkt. Alles. Das ist ja mega geil. Das bedeutet, wir können da direkt loslegen. Fünf... Zehn. 15 minus 1. 4. Alle hier hoch. Das sind 14 Stück. Auf eine Fähre passen immer 7 Personen. Schiffe sind also mehr so ein größeres Floß eigentlich. Und dann werden wir mit 14 Leuten mal hier oben hoch schludern. Hier haben wir definitiv schon mal alles, was wir brauchen. Das erste. Das könnte knapp werden. Ich probier's mal. Mal gucken, ob er was merkt. Merkst du was? Ja, merkst du was? Wenn ich jetzt hier was stibitze? Lauf, Spion, lauf! Lauf! Lauf schneller! Du bist... Du hast keine Möglichkeit zu entkommen, aber lauf! Ha! Ich bin doch schon weg! Mehr als weggehen kann ich nicht! Puh! Okay. Ich habe beiden jeweils einen... Oh, die Insel ist auch nicht viel größer, habe ich befürchtet, aber auch. So, okay. Ihr 14 einmal hier.
Ihr seid jetzt genau 7, die übrig geblieben sind. Ja, oh, perfekt. So, dann könnt ihr schon mal hoch dackeln. Ist das soweit alles durch? Da fehlen immer noch 5 Holz, da fehlen 2 Holz. Und hier fehlen ganz viel Holz. Und ich glaube, ich möchte hier gleich nochmal ein kleines Haus bauen. Einfach nur, um die Trägerkapazität zu erhöhen. Das macht, glaube ich, auch nochmal Sinn. So, ein, zwei Träger. Das sind ja alles Schaufelbagger hier. Die Träger sind ja alle unterwegs. Ja, ich glaube, einmal Träger reicht, muss nochmal sein. So richtig viel ist hier aber auch nicht, ne? Wie können wir das denn hier am besten bauen? Ich würde sagen, hier haben wir jetzt unsere Minen. Und wir könnten, und wir haben hier ja unsere Tempel. Das heißt, wir könnten theoretisch... Hey, lasst es! Lass den Scheiß, das ist meine Insel! Jetzt müssen wir... zu Tang leider mal kräftig auf die Schnauze hauen. Weil er uns hier Land weggenommen hat. Das ist ja ein bisschen schade jetzt für ihn, ne? Ihr nehmt jetzt bitte Land ein. So. Vielleicht bringt es auch was, erst zu Tang alle auf die Schnauze zu hauen. Vielleicht ist der nicht ganz so gut befestigt wie... die Jungs hier. Also nochmal, wir haben hier unsere Opfergaben und hier haben wir unsere Rohstoffmaterialien, aber wirklich nur die Rohstoffe. Die könnten wir alle rüberschiffen hierhin, dann könnten wir sie hier, weil wir hier den Platz haben, verarbeiten komplett und zu Waffen machen und hier eine Kaserne hinstellen zum Ausbilden und die ganze Zeit hier Häuser spammen, so viel wie wir können. Das könnten wir tun. Währenddessen können wir hier nämlich auch die ganze Zeit Gold spammen. Was ich jetzt übrigens auch noch mache. Bauen jetzt noch eine Goldschmelze. Das ist doch total kacke, weil ich hier alles total overloade gerade hier. Weil wegen, wir haben ja massive Holzprobleme im Moment. Aber das ist auch nur für temporär. Für temporär. So. Hier Fähre entladen. Du wartest bitte auch. Und auch ihr nehmt jetzt bitte Land ein. So, und die 14 werden reichen. Wenn wir erstmal angefangen oder... ja. Wir nehmen das erstmal alles ein und dann können wir anfangen zu bauen. Dann mache ich mal von jedem einen. Also einen Träger, einen Schaufelbagger und einen Bauarbeiter. Planierer, jetzt habe ich es. Und dann sollen die so langsam anfangen. Währenddessen muss das hier ausgebaut werden. Und ich meine, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr groß zu tun hier, ne? Wir müssen warten, bis das fertig gebaut ist. Wir müssen warten, bis das hier durch ist. Also von daher können wir ein bisschen nach vorne gehen. So, jetzt nehme ich mal euch drei hier. Und... die Frage ist... ja, ich mache das. Allein schon, um sie abzuholzen. Hier kommt jetzt einmal der hin. Das bedeutet... ich mache einmal so. Du nimmst jetzt nämlich eine Schaufel. Nimm dir eine verfickte Schaufel. Ich darf nicht fluchen. Jetzt vielleicht. Auch nicht. Schade. Bin ein bisschen enttäuscht, aber okay. Damit kann ich umgehen. Und was hier auch nicht fehlen darf, ist natürlich dann ein Lager, welches Gold einlagert. Das wird nämlich hier meine... ne? Ihr wisst schon. Gut. Dann nehmen wir hier nochmal 5. Dann wird das Ganze jetzt ein bisschen langsamer, macht aber nichts. Achso.
Bei 4 ist alles gut, ja? Okay, dann lassen wir jetzt die 4. Interessant eigentlich. Ich verstehe. Da das hier 20, 25, 25 ist, also auch wenn ich jetzt 25, 25, 25 mache, brauche ich trotzdem 4, weil einer dann doof rumstehen muss. Oder halt auch Träger spielen kann. Wie doof. Dauert das lange zum Planieren für einen? Na gut, die müssen ja hier eh erstmal fertig werden. So, dann können wir aber auch noch hier ein Sägewerk hinstellen. Das könnte ein bisschen dauern. Aber die Jungs müssen hier auch fertig werden. Dann hätten wir nämlich schon mal das. So, hier geht's weiter. Hier haben wir jetzt... Das wird jetzt gebaut. Da fehlt natürlich das Holz jetzt. Ah, die Minen sind fertig. Das ist gut. Die Minen haben... Wir haben noch genug Hacken, aber wir haben keine freien Leute. Doch, hätten wir theoretisch. Aber man möchte gerade trotzdem nicht, wahrscheinlich. Oder man ist auf dem Weg. Der zum Beispiel. Wir sind schon wieder bei 83, das ist gut. Umso mehr Tempel man hat, umso mehr wird natürlich gleichzeitig geopfert, umso schneller geht's, ist klar, ne? Aber ich glaube, 3 ist hier auf der kleinen Insel vertretbar. Du bist bei 19. Gut, dann können wir jetzt nichts anderes machen, mal ein bisschen vorspulen. So, jetzt sind wir hier soweit. Hier ist immer noch nichts. Okay. Dann das, was wir jetzt noch bauen werden, ist ein kleines Häuschen. Das können wir auch hier hinbauen. Dann haben wir das ja nicht umsonst gebaut. Aber egal, Hauptsache ist da. Du bist bei 58, 70. Was hier noch gebaut wird, ist das hier. Und das sollte eigentlich auch schon reichen, ne? Mit den Ressourcen, die wir haben. Ansonsten müssen wir den Rest dann rüber portieren. Irgendwann. So, perfekt. Jetzt haben wir wieder ein paar Träger. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist hier alles Knocke. Jetzt haben wir hier auch Leute. Alles schön. Alles schön. So, hier geht's weiter. Der ist hier schon am Bauen. Der macht hier weiter. Der macht hier frei. Das bedeutet, wir könnten hier oder hier nochmal ein kleines Haus bauen, damit wir ein bisschen Überschuss haben. Das bedeutet, wir können nochmal einen von denen hier nehmen, hier rüberfahren oder beziehungsweise auch hier runterfahren. Dann können wir noch ein paar Pioniere nach oben bringen, dass wir später zu Siedler werden. Und du fährst hier bitte einmal rum, um zu gucken, ob der hier vielleicht auch irgendwie badass übertrieben viele Einheiten hat. Weil dann können wir ihn nämlich relativ früh überrennen. Vielleicht können wir das mit den Einheiten, die wir haben, schon machen. Wir haben hier schon ein bisschen Gold gemacht. Von 29 sind wir auf 32 hochgegangen. Oh, der hat hier aber 2 Goldminen sogar. Oh ne, der hat auch ein bisschen was stehen. Wobei, das sind nur 5 Einheiten. Das ist jetzt nicht so viel. Wer hat hier Gebiet? Hm. 33. Wieder eine Goldbarre mehr. Gut. Einmal bitte weiter. Okay. Das sind wahrscheinlich die hier, die ich gerade meinte. Die 5 Stück. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Das ist noch nicht fertig. Die bauen noch. So, die sind jetzt da. Die sind jetzt aber auch alle am Tragen. Also keiner von denen ist einfach doof. 3 von denen sind doof stehen geblieben. Okay, Holz haben wir jetzt erstmal ein bisschen. Das ist okay für mich. Stein ist auch genug da. Der soll jetzt einfach nur mal hacken. Der soll einfach nur wie ein Blöder hacken.
Wir könnten theoretisch auch hier nochmal eine zweite Goldschmelze hinstellen und hier nochmal ein zweites Lager hinstellen, damit das Ganze nochmal ein bisschen schneller geht. So, derweil gucken wir mal, dass wir hier... Oh, wir sind jetzt schon wieder bei 96, dass wir vielleicht auch nochmal 5 Stück zusammenkriegen. Die würden oben schon helfen. Wobei, die sind gleich durch hier mit allem. Von daher, alles gut. So, Kaffee ist alle. Dann können wir jetzt loslegen, ja? Okay, der ist schon fertig am Hacken, das ist okay. Was wir hier noch machen könnten, ist, wir könnten das vorschmelzen. Wenn wir hier noch eine Eisenschmelze hinstellen würden, irgendwo. Das ist ja mäßig weit weg, ey. Den brauchen wir nicht. Dann bauen wir hier eine Eisenschmelze hin. Perfekto. Guck dir das an, wie das passt. Die bauen. Das ist okay. Die 5 kommen hoch. Ihr seid fertig. Dann kommt mal hier hin, dass ich euch vernünftig anvisieren kann. Kann ich hier nämlich noch nicht. Kann ich hier. Perfekt. Jetzt haben wir hier 14 Stück. 14 Leute auf der Insel. Und die sind jetzt locker am Bauen. Jetzt haben wir 3 davon. Wir haben 3 Planiere und der Rest ist Träger. Gut. Dann bauen wir hier jetzt mal ein mittleres Wohnhaus. Wir bauen hier 2 Waffenschmieden. Und wir bauen hier eine Kaserne. Oh, wir haben da einen übrig gelassen. So. Und hier nochmal Fähre entladen. Und hier können wir jetzt auch nochmal sagen. So, perfekt. So wollte ich das. Und jetzt bauen wir hier bitte ein Handelsschiff. Und hier sagen wir bitte, dass wir das hier und das Kohle, ne? Ja, das müsste Kohle sein. Ja, Kohle müssen wir nicht immer nur in homöopathischen Dosen überschiffen, weil wir hier noch die Kohle brauchen fürs Gold. Beziehungsweise wir könnten hier auch noch eine Köhlerei reinbauen, dann haben wir eine erhöhte Produktion an Kohle. Machen wir das direkt so, dann könnt ihr hier miteinander spielen. Ist okay für mich. Der macht jetzt fleißig seinen Job, das ist okay. So, also du einmal das und jetzt machen wir noch Infinity das und Ziel ist hier. Also, Eisen und Kohle, Infinity hierher. Wir brauchen auch noch 2 Hämmer, damit wir die hier besetzen können. Also bitte noch 2 Hammer dazu. Haben wir noch Hammer übrig? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen 2 bauen. Aber wir bitte hier 2 Hämmer bauen. 48 sind wir jetzt. Wir gehen nochmal mit einem hier runter. Damit wir unsere Soldaten hier abholen können. Wie viele sind das? 18, 7, 14. Oh, da muss ich dreimal fahren. Oder ich nehme beide. Ich kann auch beide nehmen. Wo ist der andere? Achso, hier ist der andere. Der hat hier, so wie es aussieht, nicht so viele. Ich würde es fast wagen, hier einmal anzuklopfen. Für den Anfang. Oder? Was meint ihr? Ich würde es hier fast wagen. Sehr gut. Das läuft super eigentlich. Ich möchte hier eigentlich auch noch ganz gerne, sobald das fertig ist, möchte ich hier auch nochmal einen großen Tempel hinbauen. Den kann ich leider nur hier hinbauen, aber willst du machen, ne?
Was willst du machen? So, dann können wir hier auch nochmal ein mittleres Haus bauen. Das kommt hier in die Ecke. Der braucht aber auch schon 14 Steine. Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal irgendwie 8 davon und 8 davon rüberschicken. Dann geht's schneller. Dafür hältst du bitte nochmal deine Produktion an. Wir haben hier schon wieder zu wenig Träger. Ich merke das. Ich merke das. Müssen wir hier auch nochmal den hier bauen. Und den noch bitte auf höchste Prio. Was hat der jetzt im Inventar? Was hat der geladen? Ein Hammer? Ich glaube, der hat den Hammer geladen. Nee, Kohle. Der hatte einen Kohle geladen. Geil. So, perfekt. Jetzt flutscht das hier alles ein bisschen besser. Hier ist immer noch kein Hammer angekommen. Immer hier fährt. Nee. Nur das. Okay. Hier liegen noch die zwei Hämmer. Und die sind hier auch noch ausgeschrieben. Na, die machen das schon. Jetzt sind sie weg. Sind hier irgendwo auf dem Weg. Da laufen sie. Das Geld. Wie sind wir hier? Wir sind jetzt bei 50% Kampfkraft. Das ist extrem gut. Apropos, wir müssen... Ah, guck mal hier, was ich hier total vergessen habe. Hier, einmal bitte teilen. Dass die jetzt... Fisch kriegen, sodass wir wieder Rohstoffe bekommen. Dankeschön. 81, 56, 100, 100. 100, 94. Was ist hier passiert? So, die können mich gar nicht... Ja, hier, das ist passiert, okay. Das ist ein Wachturm geworden. Die haben jetzt angefangen, langsam mal ein bisschen Gas zu geben. Okay. Sind die immer noch nicht so weit? Doch. Nimmt ihr die Hämmer jetzt auf? Hat ihr die Hammer dabei? Ich sehe es nicht. Hast du die Hammer dabei? Kann sein. Ich sehe es nicht. Gut, die hier nehme ich jetzt einmal kurz raus. Damit wir wieder ein bisschen Kohle hier haben, damit wir das Gold weiter schmelzen können. Weil wir haben ganz schön viel Kohle schon oben. Also 8, 16, 20 Kohle wahrscheinlich schon. So. Jetzt müssten wir aber noch mal... Ach, Freunde. Ach, da kommt er erst. Nee. Dann brauchen wir noch zwei Hammer. Ich hätte gerne zwei Hammer. Hallo. %59. Wir können hier sicherlich auch noch wieder aufwerten. Wir können beide aufwerten, umso besser. Gut, gut. Dann einmal bitte. Es liegt nur noch daran, dass die hier jetzt mal besetzt werden müssen. Ach, wie nervig. Da, zwei Hammer, definitiv. So, und jetzt möchte ich, dass die hier besetzt... Ja, geht doch. Geht doch. Wir machen bitte noch keine Autorekrutierung. Mich würde ja interessieren... Oh, Gold. Schön. So, ihr habt jetzt alles, ne? Holz ist da, Stein ist da. Dann bauen wir jetzt ein großes Wohnhaus. Ist mir egal. Los. Auf dass wir jetzt vernünftig viele Einheiten bekommen. Oh, wie sieht das...
Ich hätte ganz gerne mal einen von euch hier als nächstes. Wie hoch ist meine Kampfkraft? 60. Mit 60 riskiere ich es mal. Ich kann jetzt Hardcore Einheiten bauen. Einer sollte erreichen, sind ja nicht mehr so viele. Wir könnten auch direkt hier rüber gehen. Wobei... gib mir mal den. Lass uns mal eben gucken, wie da die Goldproduktion ist. Damit wir hier... Ich glaube, hier ist das das einfachste Opfer. Wenn ich hier mit einem Magier reingehe und direkt sage, Barbaren bekehren, dann wird hier schon mal ein Großteil instant vernichtet und meine Armee wird größer. Das bedeutet, ich könnte hier durchaus Schaden anrichten. Das lohnt sich hier aber nur, wenn hier ein bisschen Gold ist, damit ich mich noch ein bisschen pushen kann mit meinen 60%. Ich glaube, das reicht hier auch. Wenn der hier voll ist, dann sind wir schon auf 70-75%. Das sollte dann reichen. Und dann muss eigentlich nur noch die Waffenproduktion ordentlich florieren. Dann ist alles schön. Das ist zumindest der Plan. So, ihr habt hier noch nichts gemacht. Na gut, gut zu wissen. Dann gehe ich hier an Land. Also er hier wird definitiv mein erstes Opfer. Und wenn ich den hier habe, muss ich weiter gucken. Dann bauen wir mal Trupps zusammen, wa? Also, ich brauche... Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt hier der Priester mit drauf, sind 7. So, ich brauche aber auch noch... ...5 und 2. So, ihr steigt hier schon mal ein. Ich bräuchte vielleicht auch noch mal eine dritte Fähre. Hey, du sollst mit einsteigen, Mann! Zieh dich nicht so! Danke. So. Die kommen mit. Die gehen jetzt so hier rüber. Die 6 sind meine Front, plus die 2, die aus der zweiten Reihe angreifen können, hier die Speerträger. Und der... Wie viel kann ich jetzt? Ich kann das 1, 2, ich kann jetzt dreimal Barbaren bekehren machen. Also einmal wird hier wahrscheinlich reichen. Das lübt hier irgendwie noch nicht so, ne? Warum kriege ich keinen Fisch mehr? Da ist ein Fisch. Hier einmal nach oben, bitte. Das nullen wir auch einmal, damit wir hier wieder ein bisschen Eisen bekommen. Für die Kohle, die wir kriegen. Können wir hier vielleicht noch eine Köhlerei bauen? Hier würde sie sich ganz gut machen. So, komm mal hier oben an endlich. Danke dafür. Komm mal hier rüber. Immer noch bei 60%. Geht mal auf das Schiff. Das wird jetzt unser erster Angriff. Das kann ich überschreiben. So. Ab hier mal. Ich gehe mal hier auf die Ecke. Ich glaube, hier kann man gut verteidigen, weil hier ist es relativ eng. Und ich glaube, die stehen auch eher hier. Und hier. Mal gucken, was sie hier sagen. Ich muss halt,
wenn meine Soldaten ausgestiegen sind, dann werden die sofort irgendwas angreifen. Die werden den Turm angreifen und dann werden die Soldaten, die hier stehen, kommen. Ich muss dann aber instant bereit sein mit meinem Priester, wobei ich habe ein bisschen, wobei da stehen sie. Ja, ich werde ein bisschen Zeit haben, mit meinem Priester auswählen zu können. Denke ich. Wo ist er? Priesterlein. Da ist er. Das sind alles Bogenschützen. Ich will keine Bogenschützen haben. Wobei, die sind alle gar nicht so stark. Also, solange jetzt nicht die Übermacht hierher kommt, möchte ich das noch gar nicht benutzen. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal gut angefangen. Gehen wir mal zu dem hier. Das ist ja der nächstbeste. Der Priester ist nur leider etwas langsamer. Ja, das ist hier ein bisschen mehr jetzt. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen... Hier ist eigentlich ein lohnendes Ziel. Zack, alles meins. Okay. Oh, Priester, schnell, lauf! Lauf, Priester, lauf! Lauf! Oder bekehr sie! Okay. Beides gut funktioniert. Dich brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, dass die Armee ist jetzt groß genug, hier den Rest zu regeln. Wir haben hier auch schon das Gold, was er hatte, ein bisschen eingenommen. Gut. Oh, der hat hier tatsächlich noch mehr Einheiten. Oh, doch mehr als erwartet. Ja, mal gucken, wie das jetzt wird. Vielleicht klappt es doch noch nicht so. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen hier. Macht aber. So, dich wollte ich ja noch haben hier. Um da mal reinzustapfen, um zu gucken. So, hier werden wir derweil mal auf Auto-Recruiting machen, weil das ist jetzt durch hier. Sind meine Jungs noch da? Oh, nee. Okay, das hat nur fast geklappt. Aber gut, ich habe sie schon hart dezimiert, ne? Ist okay für mich. Da ist noch ein bisschen was. Hier ist nix. Hier ist... Okay. Wie sieht es hier aus? Hier ist die dritte Fähre fertig. Die kommt hier hin. Das ist okay. Ich bräuchte vielleicht doch irgendwie ein bisschen Brot. Aber das könnte ich auf der nächsten Insel bauen. Brot. Wenn wir das hier haben, dann kann ich hier vielleicht... Ja, das sieht schlecht aus. Wird nicht genug Platz sein für Brote. Egal. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Ich möchte genau auf diesen Turm hier. So viele dürften es aber auch nicht mehr sein. Was habe ich hier? Oh, 14 Schwertkämpfer. Ich bin maximal begeistert. Das klappt ja überhaupt nicht. Wobei, die lassen sich gerade gerne abschlachten. Von daher, okay für mich. Ja, jetzt lauft hinterher, jetzt macht sie halt fertig. Ist mir egal. Hier haben wir noch welche. Alles klar, nächster bitte. Okay, die Insel ist safe hier. Die Insel haben wir jetzt safe erobert, das ist okay für mich. Haben wir hier noch irgendwas? Kohle. Kohle haben wir nix. Haben wir hier ein bisschen Eisen? Na, minimal ein bisschen Eisen, aber Eisen brauchen wir gar nicht, wir brauchen Kohle.
Ich glaube, wir machen auch nur so viel Gold, wie wir hier einlagern können. Und wenn dann Gold voll ist, ist Gold voll. Dann lassen wir das. Dann machen wir den Rest Gold halt auf den, erobern wir auf den anderen Inseln. Können wir hier vielleicht nochmal ein, zweimal Göttergaben machen. Gucken, ob da vielleicht nochmal ein bisschen was rauskommt. Ja, drei Piken ist okay. So, das hätten wir. So, hier können wir den hier mindestens abreißen. Dann kriegen wir die Einheiten hier nämlich wieder. Ich würde sagen, jetzt machen wir direkt diese Insel hier. Ich habe noch einmal Barbaren bekehren. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Beziehungsweise, warte, ihr könnt euch eigentlich auch hier hinstellen. Dann habe ich einen kürzeren Weg zur anderen Insel. So, ihr steigt bitte noch hier ein. Und ihr steigt bitte auch hier ein. Gut, das hätten wir. Ich könnte hier aber auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, wenn ich hier den hier hinbaue, dann kann ich hier nämlich auch eine Küllerei hinbauen. Dann brauche ich mich hier nicht mehr auf, so auf Kohle zu verlassen. Weil dann habe ich alles drüben. Ne, dann brauche ich hier trotzdem Kohle, weil hier habe ich ja... Aber dann müsste ich das Eisen noch rüberschieben, das Roheisen. Und dann mache ich hier alles. Aber das ist auch doof. Dafür reicht der Platz hier halt auch nicht. Du hast keinen Platz mehr gefunden. Du Glücklicher. Musst nicht in den Krieg ziehen. Was haben wir denn hier noch? 11. 7, 14, 21, 32, 32 Einheiten. Reicht das für den hier? Wie hoch? Wir sind bei 64. 64 ist ja meine Glückszahl. Von daher, willst du machen, ne? Vier entladen. Und zwei von euch gehen doch mal hier hin. Holen den Rest. Ich liebe es immer, wie die es komplett verkacken, sich irgendwo eine Fähre zu suchen, ne? Schaffen sie halt gar nicht. So, einmal Barbaren bekehren haben wir. Das bedeutet, ich muss sie direkt hart treffen. Da sind sie. Und da auch. Komm her, mein lieber Priester. Versuchen wir hier mal mit Plus rauszugehen. Jetzt. Zack. Nice. Das hat extrem viel gebracht. 30, 35, 41. Wir haben definitiv Plus gemacht. Bis jetzt. Geht wieder zurück, 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 zurück. Lasst sie kommen, lasst sie kommen, lasst sie kommen, lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Halten. Okay, sie wollen nicht. Schade eigentlich. Aber hier haben wir ihm jetzt auch definitiv die Suppe versalzen. Hier kann er schon mal auch kein Gold mehr produzieren. So, die logistische Meisterleistung hier habe ich immer noch nicht geregelt. Wobei, das läuft jetzt wieder. Wobei, und wir können jetzt wieder das hier beziehungsweise auf unendlich stellen, weil wir brauchen jetzt hier kein Eisen mehr.
Ich würde auch behaupten, wir brauchen die Werkzeugschmiede nicht mehr, aber ich lasse sie mal noch da. Das hätten wir. Du fisch mal da, weil da sind definitiv welche. Und du hast ja hier auch. Also eigentlich müsstet ihr genug Fische fangen. So, mit euch spiele ich mal ein Spielchen vielleicht. Oder warte ich, bis ich das wieder voll habe. Ich warte noch ein bisschen, bis es wieder voll ist. Es ist wieder voll. Gut, dann. Machen wir den nächsten Angriff hierhin. Die greifen wir frontal an und ich gucke, dass ich die hier catchen kann. Irgendwie. Oder auch nicht, weil sie fallen wie die Fliegen. So viele sind es gar nicht mehr. Ich dachte, das wären jetzt noch irgendwie 100.000. Sind es aber gar nicht. War nur 10. Oh, vielleicht doch sind es noch 100.000. Ja, guck mal, das ist eine annehmbare Truppe, die ich gerne hätte. Ich hätte die gerne. Danke. Aber wir sind hier so hart mit Plus rausgegangen, ist unglaublich. So. Auch durch. Also. Wir waren, sind mit 32 reingegangen und sind jetzt bei 37, 43, 48. Definitiv plus gemacht. Definitiv plus gemacht. So. Den Priester kann ich jetzt überhaupt nicht mehr gebrauchen, weil, wie heißt es? Barbaren bekehren wieder aufzuladen, dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber 2 von 3 sind weg. Und hier könnten wir jetzt eigentlich mal eine Kühlerei hinbauen. Gucken, was passiert, ne? Schön hier. Dann haben wir zumindest noch ein paar Einheiten, die wir bauen können. Der bringt hier schön Eisen weiterhin, das ist gut. Moment. Da liegen 2 Hammer. Alter, what the fuck. Richtig gewastet. Tja, Kohle ist hier echt Mangelware, ne? Meine Güte. Aber egal, läuft schon. Vier, sechs, acht, das sind 9. Okay. Oh. Wir haben wieder so lange gewartet, jetzt ist es wieder soweit. So. Kommt einmal hierher. Du kommst bitte hierher und holst den Rest. Beziehungsweise eigentlich kommt ihr beide dahin und holt den Rest ab. Haben wir ja wieder ein bisschen. Gucken, was wir hier jetzt rauskriegen. 2 Einheiten. Dann sind wir jetzt bei 4, 6, 9, 10, 11, 12. 2 Einheiten brauche ich noch. 1, 2. Jetzt sind wir hier bei 14. Passt alles. So, und dann werden wir mal rüber wandern. Und wir sind bei 72 schon. Der hätte hier noch gar kein Gold gemacht. What the fuck. Oh, da sind ganz viele. Oh, wow. Da sind ganz viele. Ach, die behalten wir für den Fall der Fälle. Falls wir mit der Einheit, mit der Armee und denen hier das nicht schaffen sollten, bauen wir uns hier hin und schieben die hier rüber und dann. Das wird nochmal ein logistischer Akt, aber machbar. Und du bitte noch ansteigen. Vielen Dank. So, einmal bitte hierher. Fähre entladen. Und jetzt kommt ihr hier rüber. Oh, die greifen schon an. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber egal, dann kommt die Verstärkung gleich von der Seite. Oh Mensch. Oh, die haben hier sogar Dingensgedönsen. Hier Level 3er und so. Nicer Scheiß.
Dann wird das jetzt aber spannend hier. Ihr verteilt euch jetzt bitte mal. Hier müsste doch irgendwo noch mein Priester rumlaufen, oder? Priester? 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 Oder ist der hier oben? Da ist er. Nee, das ist mein Spion. Du lass mir da hin. Wo ist mein Priesterzeile? Alter, sind diese Einheiten immer schlecht, ey. Unglaublich. Wo ist denn mein gottverdammter Priester? Ist er gestorben? Ich glaube nicht, Tim. Der ist ja nicht tot. Da ist er. Hallo, Priester. Kannst du dich hier in die Ecke stellen und darüber casten? Das wäre mega witzig. Attack from the Shadows würde ich das nennen, oder? Alter. Das wäre super nice. Währenddessen, ihr macht mal hier. Ihr lauft hier rüber. Kann ich das tun? Ja, es geht. Splitterangriff, denke ich. Oder ich habe das jetzt total kacke gemacht. Rückzug! Rückzug! Das war vielleicht doch keine gute Idee, wie ich es gemacht habe. Aber in meinem Kopf war es so witzig. Bleibt mal hier, geht mal darüber. Jetzt greift sie an, weil jetzt sind sie in unserem Terrain. Das schaffst du. Ihr setzt euch da bitte alle hin. Oha, die wollen alle sterben. Die kommen alle in mein Terrain, weil sie sterben wollen. Die wollen alle sterben. Alle sterben. Alle sterben. Ja. Die drei, die vier kommen jetzt mal wieder dahin. Oder die lassen wir einfach mal laufen. Ist eigentlich mehr so eine Geduldsfrage jetzt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. So, die können, ihr könnt gerne einen Vorstoß hierhin machen. Die haben es nicht anders verdient. Die sind unehrenhaft aus dem Kampf geflüchtet. So, Rückzug, 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 Rückzug. Weg. Ihr seid zu schwach dafür. Die haben jetzt nämlich keinen Bock mehr hier drauf. Ich würde behaupten, wir kriegen das hin. Hier haben wir nochmal einen Bogenschützen. Nice. Alter, sind das, das sind fucking viele, ey. Könnt ihr hier nochmal einen Zauber reinschmeißen? Gleich, wenn es soweit ist. Das ist doch echt witzig, dass die da einfach stehen, ne? Ist unglaublich. ...70%. Na komm, einmal will ich es noch machen. Oh, der hat ihn ausgebaut. Komm zu mir! Das wird doch jetzt hier easy peasy. Das kriegen die doch locker hin hier. Die nehmen jetzt nebenbei den Turm hier ein. Guck mal, die haben schon keinen Bock mehr. Ja, da sind so viele Priester sind hier drin, ne? Ist unglaublich. Ist jetzt alle rein ins Getümmel. Der hat nämlich auch keinen Mana mehr. Der kann seine Einheiten nicht mehr schützen. So.
Hier direkt weiter. Oha. Geht bitte auf den Turm hier, dann können sie euch nicht mal angreifen. Ist doch schwer. Wobei, ich glaube, das sind jetzt nur noch Priester. Die werden einfach nur noch abgemetzelt. Priester abmetzeln mache ich am liebsten. Und meine Jungs gerade teleportiert? Wenn ja, wohin? Ach ne, teleportieren können nur die... Die Ägypter. Na, dann war's das, war. Dann kann ich jetzt hier einmal so machen. Und dann nehmen wir das jetzt ein hier. Und dann nehmen wir das jetzt hier ein. Und ich habe das Spiel gewonnen. Freunde, das war's schon. Das heißt schon, wir haben auch wieder eine Stunde gebraucht. Aber einfach. Und die hatten definitiv weniger. Hier hätten wir definitiv was aufbauen können. Aber warum? Weil... Und hier? Oh, der hatte ein bisschen mehr. Aber eigentlich hat er auch nichts. Also er hat irgendwie... Er hat sich selber kaputt gespielt hier scheinbar. Okay. Aber okay. Ist kein Problem für mich. Wir haben das Spiel gewonnen. Genauso hatte ich das geplant, dass ich gewinne. Dann bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bleibt gespannt, wie es weitergeht bei Die Siedler 3. Auf Wiedersehen.